Folge 21 direkt rein in die Schlacht. Stimmt's, Fabian? Jo. Whoop. Und Ladebildschirm, natürlich. Das dauert erstmal wieder ein bisschen. Hätten wir besser planen können. Ach, egal. Ja, wir haben jetzt jede Menge Wahl bei uns im Team, nur noch einen Menschen. Und wir haben, aber, das sind so Fernkämpfer. Ja. Ne? Aber sie sind nur zu viert und sie haben nicht so besonders viel Leben. Wenn wir mal an sie rankommen, dann sind sie schnell tot. Genau. Wie machen wir das jetzt am intelligentesten? Also, ich würde sagen, den... Ja, die meisten hier in die Richtung stellen auf jeden genau, Fall. Genau, das ne? auf jeden Fall. Also den... wer ist denn zuerst dran? Unser Langläufer, der da. Und der kann wenigstens auch noch so mit Moral, nicht mit Willpower, Moral, mit Willpower laufen. Das kann ja der Grüne nicht. Dann stelle ich den Grünen hier hinter. Ja. Dann kann sie vielleicht... Na, sie kommt ja nicht ran, das ist zu weit weg. Den würde ich dir hinten. Dann genau, dann stellt sie sich dahin. Er ist da hinten dran, warte mal, der... Genau, dann sind die beiden zuerst dran, dann kommt sie, dann kann sie schießen. Dann, wir wissen ja nicht, wann die Dredge dran sind. Dann das ist immer dazwischen. Ja, aber welcher, wann? Ja, ja. Also wann der zum Beispiel dran ist, wissen wir nicht genau. So, dann ist er dran. Dann würde ich sagen, die beiden kümmern sich um den hier hinten. Genau. Und die drei, vier, oder die drei kümmern sich. Naja, wobei, an sich brauchen wir hier nicht drei Leute für den einen hinten. Dann würde ich sagen, nehmen wir den hintersten hier. Das ist dann der Gris, der neue, der kommt dann noch hier hin, oder? Genau. So, dann kann der in beide Richtungen abdecken. Hopp. Hopp. So, dann können wir den ersten nämlich schon kaputt hauen. Nicht lieber dahin. Hier so. Ja. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Also was ist dann, was ist der Advantage, was ist der Vorteil? Na, also ich würde dahin stellen. Mhm. Dann können wir nämlich beide mit einem Tempest gleich umbatzen. Aber der hat doch gar keinen Tempest. Der hat Thundering Impact. Das macht... 100% to hit, also der macht nur für einen Hit macht der mehr Schaden. Achso. Der hat kennt der grüne Tempest. Und ich glaube, einer von denen hier noch, ne? Der hier hinten. Nee, der da. Der hier vorne. Die beiden. Ja, doof. Hm. Ja, komm, dann machen wir einfach den hier vorne erstmal kaputt, oder? Ja, da brauchst du auch keine Willpower für. Nee, genau, dann mache ich den aber erstmal. Aber der grüne kann halt nicht mit Willpower laufen, ne? Der kann nicht mit Willpower laufen, dann warten wir, bis die ein bisschen näher kommen oder so. Sonst hättest du dich auch mit Willpower da hinstellen können und den hinter. Da kommt ja eh keiner ran. Das stimmt. Na komm, dann laufe ich da jetzt hin. Wenn wir eh nur eine Runde machen wollen. Dann mache ich den hinteren jetzt erstmal einfach kaputt. So, tschüss. Und der weiße... Oh, der hat auch noch Zusatzschaden bekommen. Ja, super. Au. Also der geht gegen die Schilde. Ich weiß nicht, ob er das immer macht oder ob er das jetzt nur einmal gemacht hat. Stelle ich den jetzt da hin. Dann kann der nämlich noch von hier unten daneben laufen. So. Ist der da dran? Au! Hallo? Gegen den Kopf. Was ist da los? Ja, scheiße, jetzt ist sie natürlich schon geschwächt. Jetzt kann die gar nichts mehr machen. Na gut, dann mache ich jetzt dem die Schilde weg. Ja. Und dann ist Ruhe. Man hat zwar nicht viel Schild, aber dann kann der den direkt kaputt stampfen. Und jetzt rennt er schon weg. Ja, Feigling. Aber es finde ich natürlich ganz nett von denen, dass sie uns jetzt nicht auch noch normale Twitch für die, den ersten Kampf, den wir mit Fernkämpfern haben, überhaupt. Bersi, der Berserker, der gut, dann kommt der jetzt ein bisschen näher einfach ran. Ne? So, jo. Ist jetzt egal. Die drei werden uns, die vier Hanse hier, oder drei sind es noch, werden uns jetzt nicht kaputt kriegen. Nehme ich einfach mal an. Ja, jetzt. Besonders du nicht. Nee. Ach, scheiße. Oh. Naja, egal. I'm coming. Dauert zwar noch ein bisschen, aber egal. So, jetzt greift er wieder sie an. Ja, es dauert jetzt auch ein Weilchen, bis er sie tot kriegt. Wollen wir noch eine zweite Runde oder nicht? Meinst du, dass wir die dann ein bisschen verteilen, unsere Leute? Ja, weil sie ist ja schon wieder halb tot und dafür gibt es dann auch Abzüge bei unseren Männern, wenn einer stirbt. Ja, na, dann machen wir nur eine Runde, würde ich sagen. Genau, danke zu dem. Zieh ich den mit runter oder mit hoch? Mit hoch. Die mit drei hoch. Sollen reichen. Ja, das kriegen wir hin. Ist ja auch im Sinne nur noch zwei Gegner da unten. So. Wenn die endlich mal laufen dürften! Jetzt aber. So, jetzt mache ich den kaputt. Hallo. Jetzt. Tschüss! Das war gut. Und schon wieder. Hallo? Wow! Geht's der, der hat echt. Der darf oft, ne? Also ja. Das ist krass. So, gut, den kriegen wir auch kaputt mit einem Schlag. Kriegt der auch nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Endlich mal unsere Glaskanone. Ja. Okay, einer noch übrig. Natürlich! Ey, so eine Scheiße.
Das ist so mies mit der einen Tussi. Ja, vor allem, wie langsam ist sie denn? Die ist ja so gut wie gar nicht dran gekommen, ne? Ja, gar nicht halt, ne? Einmal. So. Tschüss. So. So, genau. Jetzt können wir überlegen, ob wir weitermachen. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück. Dieses Mal. Ja, zwei Fighter verloren, 9 Wahl. Ist noch okay. So, und jetzt würde ich versuchen, demnächst mal irgendwie Lager aufzuschlagen, ja, und zu gucken, ob wir das dann aufrüsten können. Was zur Hölle sind das für Typen? Sehen irgendwie komisch aus für Dredge. Niemand weiß es so genau. Ohne Warnung, ein halbtoter Slack, also einer von den, ja, naja, Slacks sind ja die, das ist ja deren Bezeichnung für die Dredge, ja, irgendwie, ne, die Abfällige. Kommt aus dem, irgendwie aus dem Gebüsch. Mit okay. einem Weapon, but not before the whole card slides off the launch. Also wir haben ein bisschen jetzt wahrscheinlich Supplies verloren, oder? Der riesige Metallwagen hängt über dem Cliff durch den Dredge, der dagegen gestoßen ist. Ein Ochse schwingt ein bisschen verwirrt am Ende hin und her, ist immer noch festgezurrt. Obendrauf hängt der Dredge. Gunnulf hält das Ding fest, oder? Ja, mit einer Hand. White Knuckling, also ist schon voll am Anstrengen, dem tut das schon weh. Und auf der anderen Seite hält es sich am Baum fest. So. Soll Gunnulf loslassen? Wollen wir ihm helfen? Wollen wir den Dredge runterschmeißen? Ich würde ihm einfach helfen, oder? Nein, ich würde ihn einfach loslassen. Meinst du? Weil das Spiel, das nimmt uns dann den Krieger weg, weißt du? Ja, gut. He doesn't budge to wonder how much this defines his reason for living. Also er will einfach nicht loslassen, das geht ihm gegen die Ehre. The Dredge has found some footing, is trying to clamber over the cart. The tree creaks under the weight. Mm-hmm. All I have to let go with authority, try to help him haul the cart back, knock the Dredge off. 1. Sagst du. With a roar, that sounds more like just stepped him in the side, that gave him an order, Gunnulf, let's go off the card. Hat er keinen Bock zu gehabt, der Gunnulf, aber er lässt los, nachdem wir ihm das nochmal befohlen haben. Fällt runter, der Wagen. At the base of a steep cliff, also am Grunde eines tiefen Cliffs, eines steilen Cliffs, viele hundert Meter tiefer, der Schatzwagen explodiert in einem Feuerwerk aus Gold und Wertgegenständen. Und Ochsen und Dredd-Eingeweiden. Das war ganz schön teuer, ein teurer Fehler, sagt Ubin. Ja, das war unsere, die gesamten Steuern, die wir eingetrieben haben. Ne? So, ja, erstmal denken wir kurz drüber nach, was da eigentlich gerade los war. Und dann fällt uns aber auf, dass jetzt ja gerade die kompletten diese riesige Reichtum am Boden des Cliffs liegt. Mhm. Try to recover what you can quickly. Your call, Ubin. Ja, musst du machen. Nee. Try to cover it up and come back later. Leave some while to gather and return to Strand. Oh. Ich würde sagen, wir nehmen mit. Try to recover what we can quickly. Wir nehmen mit, was wir kriegen können, oder? Ja. Also ich meine, da sollte sich jetzt keiner verletzen und da gehen wir kein Risiko ein. Settle lowering man by rope into the valley. He grabs a few, covers up the rest, but not much else. You face the fact that you've got nowhere to put them and nothing to pull them with. Ja, also wir haben jetzt nicht so viel einsammeln können. Wir haben jetzt auch nicht wirklich Transportmöglichkeiten dafür. Gut, dass uns das hinterher auffällt. Ja, danke. Tolles Spiel. Ja, ich denke auch, ich bin ganz ehrlich, es ist ein Riesenkarawan. Die werden ja wohl 2-3 Wagen dabei haben, wo sie einfach mal so ein paar Kisten mit Zeug draufladen können. Anscheinend. Also, so ein bisschen. Wir können ja mal hier kurz campen. Ich will jetzt einfach mal, ich weiß, das ist gleich der Götterstein, aber ich will das jetzt einfach mal machen. Ja, hat das aber recht und das ist gut so. Genau, Heroes, da sind sie. Selten so gefreut, dass ich recht hatte. Genau. Promote. 6 von 9, der kann ich schon fast gleich wieder aufnehmen. Increase your item rank, ja. Genau. Continue. Uff, das kostet aber auch ganz schön. Wir haben 82. Ja, mein Gott. Der kann nochmal aufleveln, oder? Habe ich das jetzt. Ja.
Ja, so, jetzt kann ich 4 Punkte vergeben. Wie mache ich das jetzt? Da ist es schon voll, die Lebensanzeige. Ja, aber na, du musst auf die Sachen klicken, die nicht voll sind. Ah, okay. Stimmt, so war das. Lebensanzeige ist voll. So, dann würde ich sagen, Das auf jeden Fall. Das können wir machen. 2 Punkte können wir noch vergeben. Ich würde noch Schild bisschen. Und Willpower hatten wir bisher eigentlich ganz gut mit ihm. Ja, der kann ja nur diesen Shield Slam, den wir noch nie benutzt haben. Mach da Schild rein. Ja. Gut, komm, dann machen wir es so. Dann ist der jetzt ordentlich stark. Hakon. So. Hakon. Gunnulf. Der ist erst Level 3, Level 2. Jetzt ist er Level 3. Der kann nochmal. Jetzt ist er auch schon fast wieder alle, ne? Mhm. Wollen wir lieber in die Breite gehen oder den noch weiter promoten? Ja, komm. So viel Promotes gab es ja nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Mal sehen. So, was können wir ihm geben? Erstmal hier Willpower-Dings. Das erstmal machen wir direkt 2, oder? Ja. So. Schild würde ich noch machen. Das? Achso, das machen wir Cancel. Genau. Schildbrechen machen wir mit dem eh nicht. Genau. Dann machen wir das einfach so. Und haben wir? Nee, haben wir nicht. Okay. Nee, komm, machen wir so. Ja, sonst hätte ich gesagt, noch ein Willpower mehr. Aber. Ja, aber das, ich denke immer, die können wir auch ein bisschen so mit dem Horn und so. Wir kriegen ja schon 1-2 tot immer. So, sie sollte eigentlich mal aufsteigen, damit sie mal ein bisschen mehr kriegt. Aber sie tötet ja nie einen. Also. Bersi, Mogre. Ich würde eher Mogre. Mogre. Gut, dann machen wir ihn noch. Dann haben wir aber wirklich nichts mehr übrig, ne? Also. Ja, für den anderen Reiten. Aber wollen wir unser ganzes Zeug ausgeben? Ich würde es erstmal lassen. Ich würde jetzt den einen hier noch geben. Wollen wir da noch eins in die Kette reinmachen? Geben wir ein bisschen Kette, oder? Ja. So, und dann kriegt er hier einfach noch eins mehr. Jo, klingt gut. So, gut. Schick. Na, ja, das sieht doch mal. Sieht und wir haben keine einzigen Items. Ja, wir haben nichts, aber wir haben auch kein Geld mehr. Also kein Ansehen, nicht mehr viel, um irgendwas zu kaufen, eben, falls wir mal in irgendein Lager wiederkommen. Gut, dann liefen wir direkt. Würde ich sagen. Jo. Weiter geht's. Auf zum Götterstein. Götterstein. Gucken, was da wartet. Stimmt, kurz vorher nochmal hinterhalt. Nee, doch, haben wir geschafft. Es stürzt ein Meteor runter. Ihr seid alle tot. Yay. Du verlierst 612 Wahl. Von 300. Ja. Wie sagen wir, 700? Jetzt noch. Warte. Ja, stimmt. Die Karawane stoppt. Der Godstone erhebt sich über uns. Eine kurze Pause hatten wir doch gerade erst. Das merkt sich das Spiel nicht. Die Kämpfer sind sehr froh darüber. Der Stein gibt uns ein altertümliches Gefühl davon, beobachtet zu werden. Aber in einer schönen Art. Auf eine angenehme Art und Weise beobachtet. Das hilft jetzt auch nicht, dass da Leichen drunter liegen. Hat man was zum Sitzen. Sehr schön. So siehst du das. Also mal was Positives abgewinnen. Ja. Also da ist alles voll mit Leichen, das ist alles total zerstört. Händler sind das. Keine Dredge. Dengur, was ist das denn? Weiß ich nicht mehr. Are a variety of goods. Barrel. Also da liegen rundherum verschiedene Sachen, die den Händlern wahrscheinlich gehören, verschiedene Waren. Zum Beispiel auch ein Fass mit Fleisch. Mit Met. Ich bin immer noch mit D und T am Ende. Ja. Wer weiß, wie alt. Vielleicht ist es Metfleisch. Wer weiß, das wäre cool. Eine Statue aus Seifenstein. Aha, was meinen die denn damit? Vielleicht glaub, ist es Quarz oder so. Ja, Kernseife wahrscheinlich. Verzeiht mir, ich bin ein bisschen erkältet. Also es sind alles Gaben für die Götter, für einen toten Gott. Lassen wir sie alleine. The Merchant's Brother. Aha. Okay. Ach, war das nicht irgendwie die Quest, dass wir nach dem Bruder suchen sollten? Sollen wir mitnehmen, was wir können? Also von den dem Göttern gespendet? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ja, vor allem die Moral geht dann wahrscheinlich wieder in Arsch. Dann haben wir vielleicht Rationen. Dann gucken wir hier nach dem Bruder und dann war's das. You fish a gold necklace out of a jar, blah, 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 5 golden rings. The Merchant's Brother. Ja, er hat's nicht gemacht, also er ist tot. So, also wir nehmen das, die Kette mit von dem Bruder, um sie dem Bruder, dem anderen Bruder, dem anderen Händler zu zeigen später. Oder wir nehmen sie um selbst. Quatsch, wir brauchen ja jetzt keine blöde Kette, also ganz ehrlich. Also wahrscheinlich irgendein guter Gegenstand für den Kampf. Wahrscheinlich Item Level 3 oder so. Ja, mein Gott.
brauchen wir ja eh nicht, weil wir so gut sind. Weil wir sind einfach zu gut. Guck mal, 10 Ansehen haben wir dafür bekommen, dass wir die Götter nicht beleidigt haben. Ja, keine Ahnung, was die Leute sich dabei gedacht haben, meint Mogre, dass sie hier im Godstone sicher sein könnten. Wir liegen hier total auf einem Silbertablett hier oben. Wir sollten vielleicht ein bisschen weiter weg eine Rast machen. Also würde ich gleich Move On machen. Ja, machen wir direkt. Und weiter geht's. Ich wüsste wirklich im Nachhinein gerne, wie viele gefährliche Klippen wir schon umschifft haben. Was uns alles hätte passieren können. Also auch für gute Entscheidungen. Godstone Dengel ist der Götter. Ja, also haben wir wieder ein Achievement bekommen für einen Götterstein, den wir erwischt haben. Dumm. Mal sehen, was jetzt passiert. Wir können natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was bei den anderen Auswahlmöglichkeiten passiert wäre. Wenn ihr das Spiel selbst habt, ja, gerne. Also, würde mich interessieren. Jo. Was jetzt als nächstes passiert, schauen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin habt ihr Zeit, ein bisschen die Kommentare zu füllen mit euren lustigen Informationen. Genau. Und schaut auf jeden Fall auf unsere Facebook-Seite. Da unbedingt. Stellen wir in nächster Zeit ab und an mal mehr Umfragen rein. Wir wollen ja schließlich wissen, was ihr mögt. Was euch bewegt von tiefstem Herzen. Was euch auf der Seele und unter den Nägeln brennt. Ja, und natürlich teilt bitte gerne auch unsere Videos. Ich weiß, das sagt sich immer so leicht. Ihr mögt es aber bitte auch mal tun. Ja. Also ihr könnt auch einfach mal auf das Teilen klicken und sagen, hier, das Video war cool. Stört euch nicht weiter. Niemand wird euch dafür hassen, dass ihr auf eurer Pinnwand mal kurz ein Video geteilt habt. Wenn ihr das nicht jeden Tag 20 Mal macht. Weiß ja nicht, was für Leute ihr so seid. Ich mache das zum Beispiel nicht. Deswegen sind mir die Leute, glaube ich, auch nicht böse. Deswegen. Uns würde es aber auf jeden Fall freuen. Und vielleicht entdeckt ja jemand dann, dass unsere Videos ihm gefallen oder so. Ne? Ja. Also. Super. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.